Hallo, ich bin's, Danny vom Ersatzteilshop. Deine Waschmaschine von Whirlpool zeigt den Fehler F13 an, dann bist du hier genau richtig. Hinter dem Fehler F13 verbirgt sich im Prinzip der Fehler oder die Ursache, dass die Tür nicht verriegelt werden kann. Hier sollte man natürlich als nächstes schauen, ist denn die Tür vom Gerät überhaupt geschlossen? Kann der Türhaken an der Tür in diese Verriegelung richtig einrasten? Manchmal kann es passieren, dass ein Wäschestück noch etwas eingeklemmt ist und dadurch die Tür nicht komplett rangedrückt werden kann. Dann kann das Gerät natürlich auch nicht verriegeln. Eine weitere Ursache ist im Prinzip, wenn die Tür leicht verzogen ist, also nach unten hängt. Das passiert immer mal, wenn man vor dem Gerät gekniet hat, stützt sich an der Tür etwas ab, steht dann auf, dann kann es sein, dass sich die Tür etwas verzieht. Dann sollte man mal schauen, entweder biegt man die wieder leicht nach oben oder löst mal die Schrauben am Scharnier, drückt die Tür nach oben und schraubt dann diese Schrauben wieder fest. Wenn das alles überprüft und alles in Ordnung ist, dann sollte man als nächstes nach der Verriegelung selbst schauen. Das ist dann auch die häufigste Ursache. Diese Verriegelungen verschleißen irgendwann im Laufe der Zeit, gehen dann kaputt. Manchmal hilft es dann noch, wenn man das Gerät im Prinzip anschaltet, die Tür mit etwas Schwung schließt und kann dann Start drücken. Wenn es dann nochmal funktioniert und das Gerät startet ohne diese Fehlermeldung, dann könnt ihr euch sehr, sehr sicher sein, dass es an der Türverriegelung selbst liegt und diese dann gegebenenfalls austauschen. Sollte auch das nicht funktionieren, müsste man die Türverriegelung selbst mit einem Multimeter einmal durchmessen. Dazu der Öffner- und Schließkontakt, das ist meistens auf ein kleines Schaltbild auf der Türverriegelung aufgedruckt. Dann weiß man im Prinzip auch, wie man hier messen muss. Und ist die Türverriegelung letzten Endes in Ordnung, sollte man noch die Verkabelung prüfen, denn auch die kann immer irgendwo ein Kabelbruch oder ähnliches haben. Und ist das in Ordnung, dann bleibt im Endeffekt nur noch die Elektronik übrig und man müsste diese dann austauschen. Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, unseren Kanal abonniert und mir bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk!